Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Video und heute geht es mal um The Mandalorian. Jeder weiß sicherlich von euch, dass ihr The Mandalorian nicht wirklich auf legale Weise in Deutschland jetzt gucken könnt. Auf jeden Fall, also die erste Staffel, auf jeden Fall gibt es jetzt schon genaue Daten zur zweiten Staffel, wann diese kommen soll. Und das auch noch in Deutschland? Das denke ich mal, dass es nämlich auch so sein wird, nicht nur im amerikanischen Bereich. Erstmal wissen wir, dass Disney Plus am 31. März 2020 bei uns in Deutschland erscheinen wird. Somit werden wir in dem Sinne alle Disney-Inhalte haben, die neuen Marvel-Serien oder Star Wars-Serien, Star Wars The Clone Wars Staffel 6 oder 7, da ja die jetzige Staffel 6 nicht als Staffel 6 zählt, weil das im Englischen The Lost Missions heißt und damit nur die verlorenen Missionen gemeint sind oder halt verlorene Folgen. Jetzt da auf den Punkt zu kommen, wird es dann auch eigentlich The Mandalorian Staffel 1 geben am 31. März 2020. Da ja, also Clone Wars kommt ja irgendwann im Februar raus, also in Amerika, dann wird es am 31. März in Deutschland schon rauskommen, weil die Tonaufnahmen für Deutschland sind schon fertig. Auf jeden Fall kann man ja The Mandalorian jetzt noch nicht gucken, aber es ist jetzt bestätigt, also Jon Favreau hat bestätigt, dass die zweite Staffel von The Mandalorian schon im Herbst 2020 erscheinen wird. Also so in etwa, sagen wir, irgendwie Januar, Februar, März sind ja 3 Monate. Dann können wir daraus schließen, dass es ungefähr so im November wieder kommt. Also 15. November, 19. November. Jetzt ist die Frage, kommen irgendwie in Mitte des Jahres auch noch irgendwie Serien oder so? Ich denke nicht, weil 2020 beginnen die Dreharbeiten von der Cassian Endor Serie und von der Obi-Wan Serie. Also werden wir jetzt nächstes Jahr 2020, oder wenn ihr das Video jetzt 2020 seht, 2020, dieses Jahr dann, nur Star Wars The Clone Wars Staffel 7, Staffel 6 in Anführungszeichen bekommen und The Mandalorian Staffel 2 und im deutschen Raum natürlich Staffel 1 noch. Ihr könnt auf jeden Fall in den nächsten Tagen oder wenn nicht sogar schon vor dem Video, gibt es sicherlich schon eine Review zu den ersten 8 Folgen von The Mandalorian und eine Staffel-Review. Die könnt ihr euch gerne anschauen, falls ihr The Mandalorian jetzt schon richtig miterleben wollt. Das ist mit Spoilern und viel mehr Kritik. Es wird auch in jeder Folge, die ganze Folge nochmal aufgeklärt. Also in jeder einzelnen Review werde ich in dem Sinne nochmal die ganze Folge erläutern. Also wenn man sie selbst nicht gesehen hat, kann man nachvollziehen, was ich sage. Weil ich werde in dem Sinne einfach nur sagen, was in der Folge passiert. Und dann werde ich meine Sachen dazu nennen, wie die Folgen waren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Den kleinen Ausblick auf Staffel 2, wann Staffel 2 kommen wird. Es ist offiziell bestätigt, weil die Dreharbeiten sind momentan absolut im Gange. Ich glaube, sie sind auch schon am Schneiden, aber da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall zu den Zeiten von 2019 im Dezember, November begannen sie ja schon mit den Dreharbeiten an der zweiten Staffel. Wie gesagt, wenn ihr mehr solchen Content sehen wollt zu The Mandalorian oder zu dem neuen Lego Star Wars Spiel, was 2020 kommt, könnt ihr auf jeden Fall meinen Kanal abchecken. Dort gibt es einige Videos, die ich schon gemacht habe. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Before the Empire. The belonging you seek is not behind you. It is ahead. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. Training to become a Jedi is not an easy challenge. I'm not afraid. You will be.